Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German. Herr Riedhoff, Stellers Leben bzw. ihr Handeln steht ja nicht stellvertretend für alle Juden, die dem Naziregime zum Opfer fielen. Ich gehe mal davon aus, dass sie zu einer, ja, sagen wir mal, kaum wahrnehmbaren Minderheit gehörte. Was hat Sie dazu bewegt, ihr eine solche Plattform wie diesen groß angelegten Film zu geben? Was war Ihre Motivation, warum Sie gerade diese Geschichte erzählen wollten? Ich habe das Foto von Stella Goldschlag das erste Mal vor 20 Jahren in einer Zeitung gesehen. Und die Überschrift war dort das blonde Gespenst. Aber das Foto zeigte eine Frau, 20 Jahre blond, hübsch auf dem Kurfürstendamm, sehr lebendig, sehr heutig, sehr gegenwärtig. Und mich hat die Geschichte interessiert in ihrer ganzen Ambivalenz. Ich habe aus dem Artikel erfahren, dass sie sowohl Hunderte von Freunden und Bekannten verraten hat, aber auf der anderen Seite auch das Opfer von Verfolgung, Folter, unter Androhung von Deportation war. Und das hat mich eben wachgehalten. Natürlich kommt sofort die Frage auf, wie hätte ich selber in ihrer Lage gehandelt? Auch wenn das vielleicht für uns schwer antizipierbar ist, aber so fragt man sich doch. Und so scheint es mir auch in der heutigen Zeit, in der wir ja umgeben sind vom populistischen und diktatorischen System, eine sehr drängende Frage, dass wir unseren ethischen Kompass bei Zeiten justieren. Im Film wird es ja zweifellos als Opfer des menschenverachteten Systems der Nazis dargestellt, aber während der Geschichte wird sie immer mehr zur Täterin, also eine Jüdin als Mittäterin im Holocaust. Manchmal überkommt einem das Gefühl, dass sie daran Gefallen findet. Wie schwierig war das, ihren Charakter einzuordnen? Natürlich ist das eine sehr herausfordernde Aufgabe, denn es ging ja für uns immer darum, diese Ambivalenz auszuhalten. Immer wenn wir ein Argument für Stella gefunden hatten, kamen uns gleichzeitig zwei in die gegen sie sprachen in den Sinn. Und ich glaube, diese Balance auszuhalten und eben keine eindeutige Wertung den Zuschauer mitzugeben, ihn sozusagen in dieser ambivalenten Erfahrung auch auszusetzen, darum ging es in diesem Film. Ich glaube, was Sie beschrieben haben, ist richtig. Stella Goldschlag fühlte sich als deutsche Jüdin, nicht unbedingt als Jüdin, sondern mehr als Deutsche. Da war sie kein Einzelfall. Peter Wyden hat einmal beschrieben, dass sie ihre vermeintlich schwache jüdische Identität durch eine vermeintlich starke arische Identität ersetzen wollte. Das war vermutlich ein verhängnisvoller Entschluss und ein sehr fataler Entschluss, aber er ist natürlich geboren aus dem Bewusstsein, dass man durch die Nazis zum Bürger zweiter Klasse gemacht wurde. Und dadurch resultierte dann umso stärker die Sehnsucht nach Teilhabe, die Sehnsucht eben nicht beiseite geschoben zu werden, sondern Teil des Lebens zu sein. Der Film feierte Anfang diesen Monats am Zürich Filmfestival Weltpremiere, ist das richtig? Der Film hatte jetzt gerade in Zürich Weltpremiere, genau vor einer Woche ungefähr. Und das war sehr, sehr spannend. Die Reaktionen waren sehr emotional, manchmal auch kontrovers, was Presseseits angeht. Wir nehmen das alles mit. Ich glaube, so ein Film darf auch kontrovers diskutiert werden. Er soll etwas auslösen. Er soll sich mit dem Schicksal von Stella Goldschlag, aber auch vieler anderer eben beschäftigen. Und eines ist mir ganz wichtig festzuhalten. Wir zeigen, wie eine junge Frau, die eigentlich unschuldig in ihr Leben geht, sich von einem verbrecherischen System pervertieren lässt. Und darauf kann man nicht oft genug hinweisen. Das Nazi-System war eines der schlimmsten Systeme der Menschheit. Es hat Juden dazu gebracht, an ihrem eigenen Verrat teilzunehmen. Also hier ist jemand gezwungen worden zum Verrat. Und das ist, glaube ich, immer wieder ganz wichtig zu unterstreichen. Wird das Thema in Deutschland diskutiert? Denn die Berlinale zum Beispiel hat ja den Film abgelehnt. Was glauben Sie, was der Grund war? Ich möchte jetzt nicht spekulieren, warum Berlinale Filme ablehnt oder welche akzeptiert, aber natürlich ist das ein Thema, das uns immer noch beschäftigt. Wissen Sie, das ist im Land meiner Vorfahren passiert, dieses Verbrechen, das Verbrechen der Nazis. Und ich spüre eine große Verantwortung, dass wir das in Filmen, in der Öffentlichkeit behandeln. Man hat ja fast den Eindruck, dass diese Zeit schon wieder, um es salopp zu sagen, aus der Mode kommt, dass es verdrängt werden soll. Aber dieses Thema, alle Themen, die mit dem Holocaust sich beschäftigen, sie sind so wichtig, sie dürfen nicht vergessen werden. Das ist auch das, was uns überlebende U-Boote aus der Berliner Zeit damals, aus der Verfolgung durch die Nazis, immer wieder gesagt haben. Vergesst diese Geschichte nicht, haltet sie am Leben.
In Kürze kommt der Film in die australischen Kinos, also während des Jewish International Film Festival. Haben Sie eine Vorahnung oder Befürchtung sogar, wie jüdische Zuschauer darauf reagieren, auf die Geschichte einer Jüdin als Mittäterin am Holocaust? Ich glaube, der eine Punkt ist wirklich wichtig, dass das System sie zu dem gemacht hat. Ich glaube, das ist mir wichtig, das zu unterstreichen. Ich glaube, das, was wir im Moment gerade aus dem Ausland mitbekommen, ist ein großes Interesse an dieser Geschichte. Wir haben auch bei der Premiere die jüdischen Verwandten eines Darstellers zum Beispiel im Publikum gehabt, die sagten, wir wissen, dass es jüdische Verräter gibt. Es ist okay, das zu erzählen. Also es gibt eine Erlaubnis dafür. Uns interessiert vor allem, was diesen Menschen widerfahren ist. Und die Frage, die sich an uns selber stellt, was würden wir machen in so einer Situation? Würden wir wirklich Nein sagen? Ich bin weit davon entfernt, ein Urteil hier zu sprechen. Ich glaube, das ist die spannende Frage, mit der sich jeder Zuschauer auch konfrontiert sieht, der diesen Film sieht. Das Folgende, was ich sage, ist keine Kritik, sondern eine Einleitung für meine nächste Frage. Es gibt Momente im Film, die schier unerträglich sind. Ungewöhnliche Schnitte verleihen ihm obendrauf eine Dynamik, die den Betrachter gnadenlos überrumpelt. Also das ist mein persönlicher Eindruck. Warum haben Sie diese Geschichte mit einer solchen unwahrscheinlichen Intensität erzählt? Uns ging es darum, dass wir keine Möglichkeit haben, aus einer gewissen historischen Distanz auf das Geschehen zu schauen, sondern dass wir wirklich in den Schuhen von Stella Goldschlag sind. Denn die ethischen Entscheidungen, die sie treffen musste, musste sie innerhalb weniger Wochen treffen und oft auch unter großem äußeren Druck, wie die Verhörszene, die wir schildern. Und ich glaube, das eben auch in seiner physischen Gewalt darzustellen, das gehört zur gerechten Beurteilung dieser Figur dazu. Der Zuschauer soll sich eben nicht entziehen und sagen, 80 Jahre später, ich hätte mich dort ganz anders entschieden, sondern genau in dem Moment drin sein, in dem Unberechenbarkeit des Moments und sich eben dem nicht entziehen können. Das war uns wichtig, parterre erzählen, statt sinnbildlich aus der Kranfahrt heraus das Geschehen zu betrachten. Nun, wir wünschen viel Erfolg hier in Australien am Jewish International Film Festival. Herr Riedhoff, besten Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.